Seit Kind interessiert mich Tier brennend. Und jetzt darf ich ins Engadin, im Schweizerischen Nationalpark, und dort mit Parkwächtern, mit Ranger mitlaufen, über die Schulter schauen, mithelfen. Ich freue mich mega auf das. Ich würde jetzt echt gerne ein paar Monate lang machen. Ich bin angetrieben von einer extremen Neugier, Sachen kennenzulernen, Umfelder kennenzulernen, Menschen kennenzulernen. Mit dieser Reise wird der Hunger ein bisschen gestillt. Spüren, erfahren, was andere Menschen für Leben führen. Die draußen in unseren Wäldern faszinieren mich einfach. Also ich bin ein Hobby. Ich bin ein Hobby-Wildhüter. Kann man schon sagen. Ich sitze am Abend gerne am Waldrand und schaue, was für Tiere zum Wald auskommen im Sommer mit den Kindern zusammen. Ich stelle Wildkameras ab und zu in den Wald auf und schaue dann, was alles reingelaufen ist. Von Dachs über Marder, Reh. All das Zeug, das fasziniert mich einfach. Die Wildkamera? Ja. Etwas mega Spannendes, wenn du die Tiere halt einfach kannst verwutschen, ohne dass du präsent bist. Ich hoffe natürlich schon, also, wenn man sich in diesem Gebiet bewegt, wo es anscheinend unberührtere Natur hat, dann ist die Hoffnung gross, dass man wirklich auch ein Tier sieht. Und wenn man sogar außergewöhnlich nah ran könnte, irgendwie, ist es noch schöner. Also! Was für ein Bijou bringst du da? Oh ja, gehen wir schauen. Hey, nein, das ist der Hammer. Okay, ich könnte mit diesem Abend schwimmen, ein zu mir rein gehen. Ein Gläschen Weisswein oder ein Bier. Bin ich nicht. Also, ich möchte den Camper schon ein bisschen schön einrichten. Das Nötigste. Ich habe dann noch mit Lämpchen, mit Tierländeli und mit schönen Küssen schon noch etwas rausholen. So. Wir gehen in den Schweizerischen Nationalpark. Also von mir sind es etwa 3-4 Stunden bis in den Nationalpark in Graubünden. Darum übernachte ich eine Nacht in Thusis. Und unterwegs machen wir ein Stöppli, die Via Mala. Eine Schlucht, die ich auch noch nie gesehen habe. Eine Hängebrücke hat es dort, die ich unbedingt anschauen möchte. Auch wenn ich nicht ganz schwindelfrei bin. Ich freue mich wie ein kleines Kind. Lustigerweise gibt es so verschiedene Bauarten, wie die Hängebrücken konstruiert und gebaut sind. Es gibt die Quackeligen, es gibt die Robusteren. Es gibt die wirklich zwischen den Schritten runter siehst. Das ist ganz schlimm, das habe ich wirklich gar nicht gern. Ach du meine Güte. Nein, super. Das ist etwas, was ich nicht gerne habe, wenn man zwischen den Tritten durchsieht. Wenn es zu ist, ist kein Problem, aber... Eieiei. Ich darf nicht vorne schauen. Ja, aber ist auch nicht gut. Du siehst hier die Schlucht. Aber... Wow. Ach du Scheiße. Ja, es
Es geht. Wenn sie einfach gewackeln, weil ihr da so trampeln die Elefanten, dann. Ja. Alles Doppel um mich herum. Hinten, vorne, Doppel. Sicher schon 50 Mal hier durchgefahren, auf dieser Autostrasse. Noch nie hier ausgestiegen und es lohnt sich extrem. Es ist beeindruckend, einmal mehr die Schluchten, die die Schweiz zu bieten hat. Und abwärts ist super. Man sieht man überhaupt nicht durch die Trittur. Ja, Jäckerle jetzt weg. Der TCS-Campingplatz in Thusis war gar nicht so allein, muss ich sagen. Also, freundlich, wir sind sehr freundlich empfangen worden. Es war ein schöner. Shit, wie heissen die Bäume? Föhrenwald. Sag ich jetzt mal. So, schön einrichten. Also wenn ich vergleiche, wie der Wohnwagen vorher innen ausgesehen hat, mit dem Moment, als ich am Abend in mein Bett gestiegen bin, habe ich mich richtig gefreut, in das cozy, warme Nest reinzulegen mit diesen Lämpchen und die Ruhe zu geniessen. Die Nacht, die wird, glaube ich, gut. Also ich habe es mega schön und gemütlich eingerichtet. Ich muss nachher noch ein bisschen weitermachen, es gefällt mir noch nicht alles. Das Lichtambiente stimmt noch nicht 100%, das ist ganz wichtig. Nein, meine einzige Sorge ist, das Bett. Ich bin zu lang für das Bett. Also ich würde in der Nussgipfelstellung müssen schlafen, wahrscheinlich. Aber ich glaube, es geht schon. Jetzt zelebrieren wir das und wirklich geniessen es extrem. Ich finde es der Hammer. Ich kann nicht warten, bis es dunkel ist draußen. Gar noch nicht angeschaut. Aber stehen ihr jetzt ernsthaft zu dritten auf meiner 1,5 Quadratmeter Wohnwagenfläche? Liebe Zuschauer, das müsst ihr sehen. So, das Bild trifft mir an, wenn man begleitet wird von einer Kamera und in einem Wohnwagen verwacht. Eben, der Nasenspitze hat immer noch ein bisschen kalt gehabt. Aber sonst ist im Fall wirklich, wie ich es mir ausgemalt habe, richtig cozy gewesen. Nee, das gibt's ja gar nicht. Jetzt sind wir weiter vom Campingplatz Thusis weg und wir sind ins Gebiet vom Julierpass hineingekommen. Und wenn ich Pass vor mir habe, dann kommt auch eine riesige Freude in mir auf. Das sind die Momente, wo ich mich immer streite mit meiner Frau, wer muss fahren, eine Passstrasse darauf. Weil ich unbedingt auf dem Beifahrersitz sitzen, um rausgehen und die Natur bestaunen. Und eben, wenn du ein bisschen geschultes Auge hast, siehst du echt auch sehr schnell einmal Tiere. Entschuldigung, können Sie ein bisschen sanfter fahren, Fahrer?
jetzt tatsächlich eine seltene Gelegenheit, dass ich nicht selber fahren muss und darf rausgucken. Jetzt bin ich extrem, extrem gespannt. Es ist ja schon eine kleine Schande, dass ich seit doch über 20 Jahren mich immer wieder mal in der Schweizer Bergwelt aufhalte. Aber im Schweizerischen Nationalpark habe ich es noch nie geschafft. Auf den Claudio, auf den Parkwächter, bin ich extrem gespannt. Hat sich gezeigt, ja, er passt total in das Berufsprofil. Der Typ, der gerne in der Natur raus ist und glaub, einfach brennt für seinen Job. Das war mega spannend. Und ich habe mich schlicht und einfach gefreut darauf, ihn jetzt können mit Fragen zu bombardieren, weil er ein Fachmann ist in dem Gebiet, wo ich da jetzt eintauchen darf. Ciao. Hoi. Claudio. Ciao, Manu. Hoi. Hoi. Freut mich mega, dich kennenzulernen. Ja, mich auch. Hammer. Es geht wirklich einen lang gehackten Wunsch von mir in Erfüllung. Jo. Mit jemandem mit dir mal mitzulaufen. Cool. Mega cool. Ja. Jetzt gehen wir mal schauen. Sehr gerne. Ich habe gehört, dass du auch Fotofallen hast. Ab und ja, ich habe eine hier im Gepäck. Hast du eine mit? Ich weiß nicht, ob ich die vielleicht mit dir mal platzieren heute oder so. Ja, wir nehmen nicht deine, aber wir haben auch. Also gut. Ha? Ja, ist gut. Was gehört denn zum Beispiel zu den Aufgaben, dass ihr eben ab den Wegen geht, etwas suchen oder zum Beispiel, wie wir jetzt schnell gehen, schauen, ein Foto fallen. Mhm, jetzt gehen wir mal eine anschauen. Okay. Ups, da haben wir sie schon. Bist schon drauf? Fast reingelaufen. Schon fast aufgenommen? Schon fast aufgenommen. Jetzt schaust du da gerade schon, ob etwas drauf ist, oder nimmst du den Chip? Ich kann hier nicht schauen, weil da kann ich eigentlich nur die Einstellungen machen. Alles klar. Ich sehe, dass die 229 Aufnahmen hat. Eigentlich nicht so viel. Nicht? Nein. Das ist nicht viel. Nein. Und wie viel haben wir von denen insgesamt platziert? Oder wie viel besitzen wir von denen? Ja, eben um die 180 so. Nein. Oder ja, ein paar mehr wahrscheinlich. Ja. Ich bin begeistert. Also wirklich, vor dem Auflaufen, das würde ich jetzt echt gerne ein paar Monate lang machen. Was? Ja, nein, wirklich, egal was. Aber einfach da unterwegs sein und das Zeug kontrollieren und checken, das wäre. Das ist jetzt nicht die Hauptaufgabe, die ich mache. Ja. Weil für das hat es Praktikanten, die viel unterwegs sind. Ja, voilà. Da bin ich. Genau. Also, nein. Zwei junge Hasen. Jösses, nein. Oh, nein. Also, irgendwelche Fellbüschel gesehen am Boden. Und sind wir nachher schauen. Zwei Hasenbabys. Wo aus irgendwelchen Witterungsgründen wahrscheinlich nicht überlebt haben, oder? Kann man nicht sagen, was. Verhungert oder verfroren? Verfroren vielleicht. Die Natur ist harsch, ist brutal. Der Schwächste in der Nahrungskette hat einen schweren Stand. Das hat die Entdeckung natürlich klar aufgezeigt. Also der Tod, den sehen wir eigentlich immer, oder? Der begleitet uns die ganze Saison durch, oder? Leben und Tod sind da extrem nah beieinander. Nur die erledigen die Ameisen, den Rest. Ja. Aber spannend. Spannend, ja, sehr. Das ist der spannendste Teil, die Viecher fangen, oder? Ja, das Interessante eigentlich ist, wenn du die Tiere in die Hände nehmen kannst, also weißt du? Ja. Ja, den Kontakt Alarm. Wirklich mal hast, oder? Lebig. Spürst. Und dann nachher kannst du sie über Jahre beobachten. Genau. Das war total neu für mich. Also, sie haben Fallen
positioniert in dem Gebiet, wo sie einfach auch Grosswild einfangen können. Sprich Hirsch, Gems, im spannenden Fall wahrscheinlich Wolf oder was auch immer. Eine halbe Festung. Ja, ist das Bauwerk. Ein Vor. Ein riesen Gehütte mit zwei Falltüren. Schädert das jetzt nicht ab, wenn... Jetzt ist sie gesichert. Ist sie gesichert? Ja. Tätschst du mir den nicht auf den Hinterkopf? Ach, so ist das. Die hat an der Falltür, an dieser Tür hier unten, ja, hat sie einen Melder. Dass, ja, wenn die Tür zugeht, dann tut es beim Handy Alarm schlagen. Ah, okay. Mit dem Draht, was spannend, und wenn ein Tier reinläuft, dann sedern die zwei Falltüren runter. Was wollte ich hier fressen? Komm da. Tada! Zack und so ist. Sensationell. Und natürlich mega, mega spannend war, als ich dann gefragt habe, was ist denn schon das Spektakulärste, wo der da reingelaufen ist in die Falle? Ein Bär. Ein Bär? Tatsächlich. Ja, nein, es ist. Wir sehen, es ist genau die Falle hier, die vor. Das ist. 6-7 Wochen. Ah, erst eine Woche her, ja. Der sich aber auch selber befreien können. Ja, und er ist, glaube ich, nachts um 10 Uhr. Im Schnee, im Dunkeln, hat es ihm den Alarm ausgelöst auf dem Handy, dass die Falle runter ist. Ich habe hier reingeschaut mit dem Handy, wie nur das Handy als Licht. So rein. Keine Stirnlampe, nichts? Nein. Und wo er dann im Dunkeln mit der Handylampe Kratzspuren vom Bär entdeckt hat. Da, der Baum hat keine Rinde mehr dran. Ah, okay. Bis dort rauf. Ah, okay. 1, 2, 3, 4, 5. Die Spur habe ich gesehen, die ist so breit wie das Handy. Und dann, was hast du gemacht? Ja, dann habe ich eigentlich nichts anderes gemacht, als die Tür offen und bin wieder abgehauen. Ziemlich schnell wahrscheinlich, oder? Das war jetzt nur ein Hase. Es hätte aber gut auch etwas Bedrohliches können sein, wie ein Luchs, Wolf, Hirsch oder sogar ein Bär. Besonders bei Bären ist es extrem wichtig, dass man weiss, wie man sich verhalten muss. Sollten Sie einem Bären in der Wildnis begegnen, stellen Sie sich am besten tot. So werden Sie vom Bären lediglich markiert und er lässt Sie liegen. Sollten Sie einem Bären beim Essen begegnen, wäre es falsch, dem Bären sein Essen streitig zu machen. Klüger wäre es, dem Tier vom eigenen Essen etwas anzubieten. Bären essen eigentlich alles, außer Essiggurken. Sollten Sie einen Bären beim Schlafen entdecken, wecken Sie das Tier auf keinen Fall auf. Sollte der Bär trotzdem erwachen, versuchen Sie, ihn zu beruhigen. Schlaf, mein Kind, ich wieg dich weiter. Das klappt aber eigentlich nie. Sollten Sie einem Bären beim Schachspiel begegnen, ist es wichtig, Ruhe zu bewahren. Machen Sie keine hektischen Bewegungen. Und lassen Sie um Himmels Willen den Bären gewinnen. Wenn Sie diese wenigen und einfachen Regeln beachten, werden Sie bei Ihren Waldspaziergängen sicher immer viel Plausch haben.
Die Hoffnung ist natürlich gestiegen, weil ich habe gewusst, nächsten Tag gehen wir noch tiefer ins Gebiet vom Nationalpark und noch mal so Fallen checken. Und das war die Spannung riesig. Verwünschen wir wirklich ein Tier. Aber oberprächtig geht es einem. Mega. Und gespannt, was kommt heute. Oh ja. Ja. Vorne säckelt Murmeli. Ja, da hat es immer ein paar. Wie ist der Stein da, gerade vor uns? Zwei Meter vor uns. Vorher hat den Kopf rausgeschaut. Jetzt auch wieder. Jetzt. Und ich, Dominik. Ja. Manu. Freut mich, dich kennenzulernen. Gleichfalls. Der Dominik, sein Arbeitskollege, ist dort schon parat. Die schauen aus der Distanz die Fallen an und können schauen, sobald das Tier in die Falle reinläuft, ein Steinbock, sind sie im Moment alle am Registrieren. Und jetzt hast du einfach gewartet und beobachtet? Ja, gewartet und dann gefangen, natürlich. Also da drin bin ich oben bei diesen Arten ziemlich weit hoch. Dass du gut rüber siehst? Genau, dass man gut rüber sieht. Der schaut aus einer Megadistanz, mit dem Fernrohr schaut er, und sobald er sieht, das Tier ist drin, kann er mit dem Funk auslösen und die beiden Fallen rattern runter. Aber jetzt ist eine gute Stunde ungefähr drin. Jetzt müssen wir obere Grenze, ja, nein, das macht nichts. Das schon. Jetzt müssen wir gut. Vorwärts machen. Cool, freue mich. Und das ist natürlich wirklich jetzt tiefer rein in die Arbeit von Tierforschung, von Tierbeobachtung, von Wildhütern, wie ich sie aus dem Fernsehen kenne. Das habe ich sehr geil gefunden, dass ich da jetzt 1:1 dabei sein darf. Das Tier liegt einen halben Meter vor dir. Und diesen zwei zuzuschauen, wie sie da den Check machen, Ohrenmarken setzen, Blut nehmen, den ganzen Steinbock vermessen. Da bin ich wie ein kleiner Bub nebenan gestanden. Ich habe wahrscheinlich gesäberlet. Es ist so spannend. Du weißt, dass das Viech den Rest des Jahres irgendwo in der abgelegensten Felswand verbringt. Und jetzt liegt es hier vor dir. Wo schmeckst du es? Die böckeln wie Sau. Also wie Bock. Die böckeln wie Bock. Das ist einfach, ja. Wenn du Freude hast an den Tieren, dann vergisst du alles um dich herum. Jetzt ist noch ein bisschen zu früh, um Gegenmittel zu geben. Wir müssen noch ein bisschen warten. Kannst du die Tür öffnen? Du musst sie hier einfach auf. Hey, wen ein? Das ist etwas, das nicht schmerzhaft ist. Sie verschrecken den Moment, wo die Wände runterkommen. Mhm. Aber es tut nicht weh. Mhm. Sie merken, sie spüren, wir tun sie nicht. Darum ist das keine schlechte Erfahrung, die sie mit uns Menschen machen. Genau. Und wenn sie eine schlechte Erfahrung machen würden, dann würden uns die Kollegen auch mitteilen und sagen, kommen wir nicht mehr hier ab. Genau. Und das ist es. Das ist spannend. Das ist spannend, ja. Das Besondere am Nationalpark ist ja letztendlich, dass man die Natur Tiere lässt, wie sie sind. Der Mensch greift in dem Sinn nicht ein. Logisch, für die Forschungszwecke werden die Tiere zum Teil kurzzeitig gefangen. DNA-Proben, Ohrmarkierungen, Vermessungen. Man will ein bisschen wissen, wie viele sind rum, wer ist rum, von wem stammt es ab und. Das ist für die Statistik, für die Forschung natürlich mega interessant. Und ich habe jetzt da nichts dagegen.
Sie haben eine Holzbrücke. Sie nehmen sie nicht aus dem Tal und tun sie irgendwo in eine Werkstatt versorgen, sondern sie haben sie an einen Hang aufgezogen, die Brücke. Weil sie durch Lawinen Niedergänge zerstört werden, kaputt gemacht werden. Und können sie dann mit einem Seilzug wieder runterlassen und führen ziehen. Ich wusste, da darf ich jetzt mithelfen. Ja. Ich weiss nicht, auf welche Seite ich das einfädeln muss. Es war noch schwierig. Sie haben mich jetzt didaktisch nicht super perfekt eingeführt in den Arbeitsprozess. Aber es war noch interessant. Ich meine, sie haben nicht alle nötigen Werkzeuge vor Ort, immer da im Ghettos. Es wird improvisiert, es werden Baumstämme geholt und unterstützt und Schienen gelegt mit Brettern, um die Brücke vom Hang aber wieder übers Gröll hinein. Ich habe irgendwie an einem komischen Benzinmotor ein bisschen Schub geben mit dem Seil. Und ich habe nur vom Mais her nichts gehört. Und dann, stopp! Dann ist die Brücke wieder halb ins Bachbett runtergeschädigt. Das war mega lustig, aber ich bin mir wirklich eigentlich überflüssig vorgekommen. Wobei habe mich dann gleich gefragt, wie hätte es das gemacht, nur das Zweite. Aber Domenico hat gesagt, da geht es schon, er ist einfach doppelt so lang. Oder? Sie haben uns natürlich gerne zeigen, das heißt, beziehungsweise ich wollte auch unbedingt sehen, natürlich den Moment, mal, wo es ausgelöst wird und die Falle runterrattert. Und darum sind wir dann zu einer zweiten Falle marschiert. Wieder am Limit, konditionell. Oh, the buzzing of the bees and the cigarette trees, the soda water fountain, where the lemonade springs and the bluebird sings in that big rock candy mountain. On a summer's day in the month of May, a burning bum come a-hiking down a shady lane near the sugar cane. Auf etwa einem Kilometer Distanz, würde ich mal sagen, haben wir die Falle dann beobachtet. Es hatte ein paar Tiere, die um die Falle nur am Essen waren. Ja, oberhalb. Nochmal eine. Ach so? Nein. So, komm, lang aufs Lecken. Jetzt braucht es Geduld. Ich bin eigentlich nicht so ein geduldiger Mensch, das stimmt. Aber wenn ich weiss, es ist in Aussicht, so etwas zu erleben, dann habe ich endlos Geduld. The buzzing of the bees and the cigarette trees, the soda water fountain, where the lemonade springs and the bluebird sings in that big rock candy mountain. Wir haben irgendwie gefühlt die 5 Stunden. Sind wir in dem Hang gelegen und haben gewartet und gewartet und gewartet. Und es war interessant, sie zu sehen, die zwei Wildhüter, die haben. Das ist für sie Alltag. Das ist einfach auch gehört zu ihrer Arbeit, stundenlanges Warten und Geduld. Und ich bin ja tatsächlich nicht der geduldigste Mensch. Wenn dich eine Sache so interessiert und du so aufgeregt bist, dass es jetzt der Fall eintrifft, dass du etwas relativ Einzigartiges erleben darfst, habe ich eine extreme Geduld an den Tag gelegt und habe ohne Langeweile die 4 Stunden in dem Hang in dieser Wiese verbracht. Es war mega eindrücklich. Es hat dann tatsächlich nicht geklappt. Also die Stunden warten haben sich nicht einmal gelohnt. Aus meiner Sicht, sie sagen sich wahrscheinlich die zwei Ranger, ja, das ist normal. Wenn es nicht heute klappt, klappt es morgen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich jetzt keine Sekunde gelangweilt, hier zu sitzen. Und jetzt dürfen wir hier in die Hütte. Du hast vorhin gesagt, das ist nicht ganz selbstverständlich. Nein, gell? Auf jeden Fall nicht. Ich glaube, es ist ein Heiligtum der Parkwächter. Und Claudio hat das aber irgendwie geschafft, dass wir dort nächtigen dürfen. Es gibt Leute, die glaub, viel würden zahlen, dass wir dort mitten im Nationalpark in dieser Hütte übernachten. Und wir dürfen jetzt das. Freue ich mich mega. Ich bin gespannt. Du gehst ab, wir sehen uns morgen wieder. Super, tipptopp.
Dominik, danke. Mach's viel, gut. Viel mal. Ja, bitte. Hyper spannend gewesen. Heute, gell? Machen wir. Ja. Ja, nehmen Sie auseinander. Ja, das ist das. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Of the bees and the cigarette trees, the soda water fountain. Wieder so eine Flussüberquerung. Heute Morgen bin ich bis zu den Knien im Wasser gestanden. Man könnte ja Brücken bauen. The buzzing of the bees and the cigarette trees, the soda water fountain, where the lemonade springs and the bluebird sings in that big rock candy mountain. Und wir gehen hier natürlich nur Parkwächter aus, die einfach im Dienst sind und übernachten. Aha. Wenn wir Arbeiten haben, wie wir jetzt eigentlich machen. Und dann bleiben wir hier. Oder unerwarteterweise ist auch möglich, dass wir dann über Nacht bleiben. Ja, aber man muss einfach daheim anmelden, dass ich nicht heimkomme. So. Ja. Aber sonst ist es so, ja, so ein bisschen privat. Mhm. So Parkmitarbeiter haben schon Zutritt. Aber es ist nicht offiziell zu mieten. Nein. Die Küche. Nächste Teil. Ah, Werkstatt, hä? Da hat es Werkstatt ein paar Sachen. Holz hat es auch noch ein bisschen, hä? Wow. Kein Hütenbettchen, wie früher. Ich glaube, Claudia schläft immer oben links. Oben rechts. Oben rechts. Und du? Auch dort. Auch oben rechts. Auch oben rechts. Jetzt haben wir ein Problem, oder wir quatschen uns ein bisschen zusammen. Ja. Claudia, hä? Die Warn, weißt du? Ja. Ich montiere meine Wildkamera, die ich mitgenommen habe. Jetzt machen wir Munke, Munke Big Brother. Mal schauen, ob wir morgen Munke verwitschen. Beim Aufstehen. Wenn ich Glück habe, ganz nah vor meiner Kamera. Scharf geschaltet. Kamera-Check! Super! Munken, Munken, Munken! Hey, jetzt! Ich denke, ich habe einen Munk! Wo bist du? Oh, super, also. Die habe ich endlos, die Marder im Wald, die auf der Kamera, die kann ich nicht mehr sehen. Und jetzt murmeln ist auch nicht weiss, wie spektakulär. Aber ich finde es gleich, es ist noch mal einen Schritt näher als die ran, die du dank so einer Wildkamera kannst machen. Wie das noch oft ist bei abgelegenen Hütten, fließend Wasser hat es nicht gehabt. Das ist easy, du kannst vom Brunnen holen oder vom Bach. Kochen haben wir können mit Feuer. Also Strom in dem Sinne jetzt nicht, ein bisschen Solarstrom. Also Kaffee nachfüllen oder? Ah, nein, das tun wir im Frühling. Das tun wir eigentlich auffüllen. Jetzt ist es noch nicht aufgefüllt. Das heisst, eigentlich ist das mit der Armee, die dann unsere Transportflüge macht. Machen wir das in der Regel. Und dann fliegt man hier so eine Kiste mit ein bisschen Proviant, dass man einfach unerwarteterweise einfach auch hier bleiben kann. Das heisst, ihr müsst ja auch an ihren Stationen, an ihren Hütten, an ihren. Ich weiss auch nicht, Checkpoints brauchen die ihres Material. Und das fliegt das Militär einmal pro Jahr aus. Holzsachen von der letzten Saison. Tut neue Sachen deponieren. Drink my wine, plow and dig my earth.
Claudio, kannst du bitte das Licht ausmachen? Ah ja, die machst du das. Nein, Simon, mach du das Licht aus, bitte. Nein, soll Manu machen? Oh, ihr seid so faule Säcke. Nicht schlecht geschlafen. Aufgestanden, natürlich der erste Blick raus aus der Hütte wieder zu dieser Fallenhaufen, ob echt wieder irgendwelche Tiere in der Nähe sind. Der grosse Baum, schräg auf der Kante ist er. Das ist ein heller Fleck. Ah, ja. Und es ist ein Steinbock. Ein Bock ist immer noch, auch vom Tag vorher, immer noch in der Gegend von der Falle gewesen. Aber es ist noch etwa gut 100 Meter zu der Falle, würde ich sagen. Ja, ja. Nicht einmal, wahrscheinlich. Schon mega, mega gehofft, dass der jetzt noch in die Falle reingeht. Er sieht eigentlich aus, als ist er auf dem Weg in Richtung Falle. Lässt sich aber schön Zeit. Ja. Soll ja schließlich nicht stressen. Kann sein, dass er zwei Stündchen dort hockt. Vielleicht raus schauen. Weil jetzt, je nachdem, geht er ab. Fall. Ja, 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 komm ab, ja. Nein, komm jetzt. Bock, Bock am Hang oben, gang in die Falle rein, habe ich nur gedacht. Was sich abzeichnet, dass der Steinbock wirklich immer näher zu der Falle geht. Das ist etwa noch 7 Meter oberhalb der Falle. Das fällt so verkribbeln. Also, weil das ist auch der Moment, wo wir alle dann das erste Mal erleben würden, dass die Fallen abgeschädert, ausgelöst vom Funk. Claudia ganz ruhig geworden. Jetzt ganz ruhig bleiben. Da kommt Adrenalin, oder? Zack. Dinne. Zu. Und dann hat es zack gemacht. Und ja, wir haben ihn. Sensationell. Ja! Yeah. Dann bin ich ein kleiner Bub. Rauf, geh schauen. Jetzt habe ich wirklich gerade ein bisschen. Das ist faszinierend. Ganz ein schöner Moment gewesen. Eigentlich schon das Highlight. So geil! So geil! Oh, hey, so schön! Jawohl! Immer so geil! Ja, ist eigentlich nichts Verrücktes, aber gleich. Ja. Es hat funktioniert, das ist schöner für uns, weil wir sind ja immer an die Fall entwickeln. Genau, ja, sicher. Er ist ein bisschen Pokerface. Innerlich ist er auch am Jubeln. Das ist einfach nur der Hammer. Ha. Morgen. Sali, morgen. Gut. Dominik. Ja. Hochspannend. 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 Jetzt das gleiche Prozedere wie gestern, oder? Das gleiche Prozedere wie gestern. So wenig wie möglich. Ja. Und ruhig, du weißt, kein Wort. Und dann machen wir genau wie gestern wieder.
Ich kann dann messen und aufschreiben, Protokoll machen, wie viel Zentimeter die Abstände sind die verschiedenen. Und anhand von dem schliessen sie daraus, wie gut hat er es in dieser Saison, in einer Saison, in einem Jahr. Das habe ich hammerspannend gefunden. Jetzt machen wir zu. Ja, jetzt tun sie es gegen mich spritzen. Ich war drei Tage da und durfte in dieser Zeit eintauchen in eine Umgebung, in eine neue Umgebung, mich umgeben mit Menschen, mit neuen Menschen, die mehr wissen über etwas, was mich brennend interessiert, als ich. Und die Nähe von den Tieren ist sicher das Highlight. Also die Steinböcke so nah können zu beobachten, ist ein mega Highlight. Kreuzottern. We're about to go fly, ha! Ich würde zwar noch nicht mit dem Claudio tauschen, aber bei der Steinböcke habe ich gemerkt, er war eine gewisse Nervosität, als er seinen ersten Bock eigentlich in die Hände nehmen konnte, die zwei dicke Hörner. Er hat zwar nicht gewusst, wie gefährlich das aus dir kann sein, aber tipptopp. Also zwischen 1 bis 6 und 3 würde ich ganz sicher gehen. Nein. Wow! Ja, mit Laufen müssen wir schon noch ein bisschen. Die Kondition. Die Kondition ist natürlich auch noch ein Punkt. Hey, wow. Ja, da musst du schwer dran. Da musst du fit auf den Beinen sein. Die physische Fitness, die es voraussetzt, das habe ich unterschätzt. Das habe ich ganz klar unterschätzt. Und es nervt mich, dass ich immer noch nicht unterscheiden kann zwischen den Steinbock-Kackböllchen und den Hirschen-Kackböllchen. Das habe ich noch nicht gecheckt. Ich bin mega gespannt, was jetzt auf dieser Kamera drauf ist. Mal schauen, Auswertung sagt man dem, aber quasi. Ja. Da sind diese Munken. Schöne zwei sind ihr. So schön. Weiter geht's. Ja, einen verbrannten Kopf, wunde Füße, Speise in der Hand, aber auch einen Haufen Natur- und Wildtierbeobachtungen reicher verlasse ich den Schweizerischen Nationalpark und stürze mich ins nächste Jobabenteuer. Nein! Und zwar geht es zum Oliver Keller. Danke für die Einladung. Stuntman. Hey! Hey! Go! Ich habe so etwas, glaube ich, eine Todesangst verspürt in diesem Moment. Das wäre es aus dem Nationalpark. Wenn ihr sehen wollt, wie ich mich als Stuntman schlage, könnt ihr zum nächsten Video weiterklicken. Ich stürze mich vom Hausdach im freien Fall. Ich fliege mit dem Auto durch die Gegend, was nachher mental eine kleine Herausforderung war. Also am besten weiterklicken. Und wenn ihr gar keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert den Kanal mit dem Glöckchen da. Viel Spass!